Ich hätte mir den Hebel schon vorher umgelegt, wären hier aus diesen Öffnungen, wo sind sie, da oben, Giftpfeile gekommen und hätten uns verwundet, vergiftet. Das ist eine unlustige Sache. Ah, und noch eine Premiere, das erste, wie nennt sich das, ein Hilfebuch? Nee. Man lernt hier Dinge, also ein Lernbuch quasi, wenn ich das lese. Bekomme ich jetzt die Fähigkeit Diebstahl dazu, also ich bekomme mehr Punkte in der Fähigkeit Diebstahl. Das nehme ich auch direkt mit, die sind immer relativ selten. Wertvoll, wollte ich sagen. So, Gold, winziger Seelenstein und Straubertrank der geringen Magiker. Ah, da steht doch, dass es leer ist, warum gucke ich denn trotzdem rein? Und die Seelensteine sind für die, die es nicht wissen, mit denen kann man Waffen verzaubern. Man kann also Seelen einfangen, wenn man, ich glaube, wenn man dafür einen Zauberspruch hat oder so, oder wenn man eine Waffe hat, die das kann. Oh, 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 oh. Schnell die Waffe wechseln. Scheiß Käfer. Hat nichts dabei. Und der auch nicht. Gibt es hier unten was? Nein. Na komm. Greif mich an. Gut. Auch nichts dabei. Was haben wir hier? Schwaches Gift der Lähmung. Das kann man auch auf seine Waffen drauf machen. Dann werden Gegner gelähmt. Und die Rolle des Feuerballs nehmen wir auch direkt mit. Noch was Interessantes hier? Nein. Und wir den Bogen ausrüsten. Und nochmal speichern. Nee, ich bin keiner von deinen Freunden. Ich werde dich jetzt überraschen und töten. Ich weiß, dass ich mit der Klaue vorangelaufen bin, aber ich brauche Hilfe. Oh, Gold in einem Skelett. Also ich kenne den Quest sogar schon, den habe ich schon gespielt auf der Xbox. Werde jetzt aber natürlich nicht so viel verraten. Lasst euch einfach überraschen. So, jetzt muss ich doch wieder meine Eisen, mein Eisenkriegshammer ausrüsten. Und da kommt eine dicke Spinne. So, aber da wird mir jetzt meinen Bogen helfen. Ich muss nämlich gar nicht mit der Spinne kämpfen im Endeffekt. Ja, ich töte es ja schon. Und zwar kann ich ja jetzt einfach mit meinem Bogen Pfeile auf die Spinne schießen. Ja, ja, ich helfe dir gleich. Da hinten nimmt nämlich ein Typ im Spinnenweben fest. Und die Spinne passt nämlich nicht hindurch. Das ist ein ziemlicher Vorteil. Weil die Spinne nämlich überhaupt nichts gegen mich machen kann, wenn ich hinter bin. Nur ihre komischen Giftbälle auf mich spucken. Genauso wie gerade. Und das Gute ist dabei, verbessert sich sogar noch meine Schießkunst. Wie konnte die denn jetzt gerade seitlich ihre komische Scheiße da spucken? Ist doch lächerlich. So, gleich ist sie tot. Clark. In your face. Und das finde ich bei Videospielen immer ziemlich nervig, wenn die Leute, denen du helfen sollst, ständig das wiederholen, was du schon weißt. Ich soll dir helfen, ja. Ich komme gleich. Na. Ich habe aus Versehen die Commands nach Konsole geöffnet, das wollte ich nicht. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Oh. What the fuck? Hat mich denn jetzt gerade verletzt? Oh, was die alles dabei haben. Nehme ich nicht mit. Da unten scheint... Da kann man nicht rein. Ja, ich hol dich ja jetzt raus. Meine Güte, halt jetzt einfach mal den Schnabel. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht.
Wo ist die goldene Klaue? Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Gut, mal sehen, ob ich euch einen Kopf größer machen kann oder gebt mir zuerst die Klaue. Wer die Klaue geben kann, er mir ja nicht, wenn er da festhängt, also... Süßer Atem von Arkay. Dankeschön. Waffenkriegshammer, so. Es lockert sich. Ich kann es spüren. Ihr hättet nicht dumm kommen. Ja, tot. Goldene Klaue, Abels Tagebuch. Und was haben wir hier noch Schönes? Tunika mit Gürtel brauchen wir nicht. Den ganzen Rest brauchen wir auch nicht. So. Aber wir haben ein Tagebuch gefunden. Das werde ich mir erstmal durchlesen. Wo haben wir es? Bücher. Meine Finger zittern. Ich halte die goldene Klaue endlich in Händen und mit ihr die Macht über die uralten Nordhelden. Dieser Schwachkopf Lucan Valentinus hatte keine Ahnung, dass die Lieblingsdekoration seines Ladens in Wirklichkeit Schlüssel zum Ölsturzhügelgrab war, Entschuldigung. Jetzt muss ich nur noch zur Halle der Geschichten und die Tür aufschließen. Der Legende nach haben die Nord den Zugang mit einer Prüfung versehen, um die Unwürdigen fernzuhalten. Aber es heißt, wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand. Dudum. Ja, viel mehr gibt's da nicht zu lesen. Wir haben die Lösung in der Hand, weil wir die goldene Klaue besitzen. Und würde ich mal sagen, machen wir uns mal auf die Suche nach diesem mysteriösen, geheimnisvollen Versteck oder was auch immer sich hinter dieser Tür verbergen soll. Aber erstmal plündern wir hier alles. Ich meine, wir wollen ja nicht arm sterben, ne? Wir wollen unseren Kindern ja was vererben. So. Alles leer, nichts dabei. Aber hier geht's weiter. Und ich speichere direkt nochmal hinterher, dieses Mal aber... Ne, wir machen noch einen neuen Speicherstand. Ich habe ja noch Platz genug. Irgendwann muss ich dann anfangen, die alten Speicherstände zu überspeichern. Und jetzt kommt noch was Besonderes. Und zwar werden diese Gräber oft von irgendwelchen Dwarg oder so wie die heißen bewacht. Diese töte ich ganz gerne nicht im Nahkampf, weil die nämlich teilweise verdammt stark sind, sondern was ich mache, ist gar nicht erst von ihnen angreifen lassen. Ich schieße einfach einen Pfeil auf sie. Dann stehen sie auf, dann schieße ich noch einen Pfeil und noch einen und sie sind tot, bevor sie überhaupt gemerkt haben, dass sie angegriffen wurden. Und ich habe keinen Schaden verloren. Bekomme aber dabei noch gleichzeitig Punkte im Bogenschießen. Ist von Vorteil, könnt ihr halten, was ihr wollt. Also ihr könnt davon halten, was ihr wollt. Ich zwar ein bisschen gecheate, weil ich nicht wirklich kämpfe, aber es erfüllt wunderbar seinen Zweck. So, jetzt gerade hat es aber nicht funktioniert mit dem Nicht-Kämpfen. Jetzt muss ich tatsächlich mal zu meiner Nahkampfwaffe. Aber einschlagen und die sind tot. So, warum ich das Ganze mache? Ihr habt gesehen, dass die meistens zu dritt oder zu viert hier sind. Gegen einen von denen kann ich es wunderbar aufnehmen, locker. Aber teilweise sind hier auch ziemlich starke Daedra... Oder wie heißen die? Das sind ja nicht Daedra, das sind ja Draug, Dragur oder wie auch immer. Da sind Fürsten dabei und die können einem ziemlich übel Schaden zu... Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Muss nicht sein. Deswegen lieber mit der Schleichmethode auf Nummer sicher gehen. Okay, hier muss ich aufpassen. Wenn man hier über diese Druckplatte drüber läuft, dann öffnet sich diese Tür hier. Beziehungsweise sie schließt sich ziemlich schnell. Und man wird eingequetscht. Und nochmal kurz zu meinem Bogen greifen. Stirb. Oh, das ist schon ein starker hier. Ruheloser. Je mehr Namen die haben, desto stärker sind die. Jetzt schnell hier außen rumlaufen und ihn da drüber laufen lassen. Das könnt ihr nämlich sehen, was passiert, wenn er da drüber läuft. Na komm. Clark! Das ist ziemlich lustig.
Weil die nämlich über ihre eigenen Fallen drüber laufen. Finde ich cool. Das kann man eigentlich fast überall machen. Es gibt nämlich in vielen Höhlen irgendwelche Fallen, wo Monster dann drüber laufen und sich selbst umbringen quasi. Oh, 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 oh! Das ist jetzt natürlich mal mega dumm gelaufen. Jetzt rede ich die ganze Zeit von der Falle und sterbe selber. Naja. Oh, jetzt muss ich das mit den Fritzen hier nochmal machen. Nee, egal. Dummheit muss bestraft werden. Es war ja auch so klar. Gut und tot. Dann töte ich noch schnell den nächsten. Genau, guck mal nach, was da passiert ist. Na, wo bleibst du? Parts. Ich verbessere ja ständig meine Bogenfertigkeiten. So. Und jetzt das gleiche Spiel nochmal. Vielleicht sollte ich jetzt vorher mal speichern. Gold nehme ich mit. Hier war doch noch viel mehr zu holen, oder? Bin ich blöd. Ich glaube hier hinten. Genau, und der hat noch Gold. Da ist bestimmt auch noch Gold, genau. So. Perfekt. Und dann gehen wir mal wieder in den Nahkampf über, schleichen ihn dran vorbei. Ach, er ist dran vorbeigelaufen. Beim ersten Mal hat es funktioniert, jetzt gerade nicht. Oh, 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 oh. Und ich habe wieder nicht gespeichert, bin ich blöd? Also jetzt gerade... ja, das ist nicht gerade mein bester Tag. Und nochmal... Keine Bar... Keine Sorge, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich möchte gerne wissen, zum wievielten Mal ich das jetzt mache. Zum dritten Mal, ne? Ja. Also ihr könnt gerne vorspulen. So. Das Gold nehme ich mir jetzt trotzdem mit, auch wenn es wieder Zeit frisst. Und dann speichere ich hier direkt erstmal. Dann muss ich das hier wenigstens nicht nochmal machen. So, beim ersten Mal hat es so wunderbar funktioniert. Der ist über die Druckplatte drüber gelaufen, alles wunderbar. Und ich, Vollidiot, laufe dann selber über die scheiß Druckplatte. Ich meine, man kann ja nicht alles richtig machen. Aber ziemlich dämlich. So. Dann jetzt speichern. So, und da wir wissen, dass das ein Videospiel-Charakter ist... Ah, scheiße. Tja, dumm gelaufen, mein Freund. Geschafft. Jetzt bloß nicht da drüber laufen. Das wäre jetzt selten dämlich. Okay, hat geklappt. Durchsuchen wir hier noch schnell die Leichen. Dann speichere ich direkt mal
über das letzte drüber. So. Oh. Ich dachte, das wäre eine normale Mumie. Dann muss ich jetzt wohl ein bisschen Nahkampf arbeiten. Oh. Na klar, und ausgerechnet dann, wenn ich mein Gedöns in der Hand habe und auf. Wow, 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 wow. Jetzt aber schnell einen Trank schlucken hier. Deswegen kämpfe ich so ungern gegen die, weil man immer gegen mehrere kämpfen muss. Aber ja, das war jetzt nicht das Problem, aber. Ja. Gold. Mordfalle nehme ich mit, noch mehr Gold. Granatsteine. Perfekt. Gut. Also Glück im Unglück, mir ist nichts Schlimmes passiert. Aber es hätte verdammt scheiße enden können. Und da oben? Ha, ich wusste es doch. Irgendwo, wenn da Treppen in eine Sackgasse führen, muss da trotzdem irgendwas Sinnvolles sein. Ansonsten hätten die Entwickler eine Treppe umsonst gebaut. Und Entwickler machen niemals irgendwas umsonst. Und mein Dietrich ist abgebrochen. Nein. Bei so einem einfachen Schloss. Gut. Da liegt noch irgendein Skelett. Kann ich das ausrauben? Nee. Ach, war so klar. So, gibt's hier irgendwas zu plündern? Ach, da hinten steht schon der nächste. In dieser Nische, falls ihr das erkennen könnt. Todesstoß. Da ist noch einer. Parts. Ich finde dieses Slow-Mo immer richtig fett. Wenn der tödliche Schuss kommt, beziehungsweise der tödliche Schlag. Da kann ich leider nicht durch. Wenn man in Slow-Mo zusieht, wie der Pfeil ihn aufspießt. Oh. Jetzt ganz vorsichtig zurück, noch bin ich nicht entdeckt worden. Ich glaube, das war ein starker Daedra-Fürst oder so. Ach, Daedra-Fürst. Ich bin immer noch bei Oblivion hier. ihr wisst, was ich meine hier. Dragoa-Fürst oder so. Die gibt's nämlich auch. Da ist er doch. Aber ist ein normaler. Aber er macht keine Anstalten, sich wirklich zu bewegen. Mein Vorteil. Ich glaube, im Mittelalter waren die Bogenschützen nicht ganz so drauf, wie ich jetzt gerade drauf bin. Aber es funktioniert. Es hat schon vorher bei Oblivion funktioniert und hier funktioniert es auch einwandfrei. Ja. Wozu sich die Mühe machen und sinnlose Schwertkämpfe führen, wenn es auch so geht, ohne dass man sich verletzt. Ne? Man kriegt Skills ohne Ende. Und man muss nicht ständig Tränke schlucken. Bittere Medizin. So, speichern. Nicht vergessen. Na, da kommen schon die ersten.
noch nicht mal entdeckt worden. Da kann man mal sehen, wie viel Energie und Zeit man damit sparen kann. Und man bekommt seine Pfeile ständig zurück. Muss man mal drüber nachdenken. Man verliert noch nicht mal Pfeile. Da kann ich lang und hier kann ich nicht lang. Hier ist alles versperrt. Habe ich die Truhe gerade... Ja. Kurzzeitgedächtnis ist im Arsch.